Hier hätten wir durchbrechen können? Nein, weiß ich nicht. Erstaunt, dass wir nicht gestorben sind. Gut. Dachte ich mir auch gerade. Können wir hier was festmachen? Ja, können wir. Können wir den zum Einstürzen bringen? Ja. Also, es war nur irgendwas abgerupft. Was mit ihm hier? Nichts. Der hängt ab. Gut. Soll er machen. Wie es ihm beliebt. Muss man mich wieder richtig hinsetzen. Ordentlicher. So. Na, ihr Lappen. Kriechen sie über mir rum. Wie die Morlocks. Falls sie noch jemand kennt. Also eine Person bestimmt. So, hier. Ah, Moment. Nein. Falsche Taste. Wir müssen jetzt hier erstmal connecten. So, jetzt können wir hier was machen. So lang nicht. Etwas blockiert das hier. Ist schon wieder. Falsche Taste. Gut, dann gucken wir mal, was das hier blockiert. Was soll denn das da? Oh, hier können wir nicht hoch. Warum nicht? Hier können wir was aushacken. Wieder zwei Streichhölzer und dann die ganze Wand. Oh, was haben wir hier? Hübsche Kiste. Was ist das? Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgitinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Das ist irgendwas mit 16.3? Andrea? Andrea L? Andrea 1? Würde ich jetzt sagen. Okay, interessant. Gut. Was blockiert das? Von was bist du blockiert? Und wie können wir da hoch oder ran oder überhaupt, um nachzusehen, was es ist? Oh Gott, Entschuldigung. Nicht schon wieder so ein Rätsel, wo ich mich aufhänge. Wo ich nicht weiterkomme. Weil ich heute irgendwie zu dusselig bin. Mal wieder. Können wir hier runtertauchen? Geht runter. Hier blockiert was. Ha. Und nochmal. Zwei Streichhölzer und dann den Rest. So. Jetzt können wir hier auch was machen. Ich höre irgendwie was an der Seite. So, das war's. Was denn? Ist was passiert? Und wenn ja, was? Ist hier was passiert? Nein. Ach, da unten. Unter dem Rad. Ach so. Ach herrje. Müssen wir hier warten, bis die Lücke kommt. Ah, wir können ja länger die Luft anhalten, ist ja alles kein Problem. Oh, hier. Zeugs nehmen wir mit. Zeugs ist gut zum Basteln. So. Könnt ihr auch mal des Öfteren. Ach, Bummzeugs. Könnt ihr auch des Öfteren mal wieder Kuh benutzen? Oh. Ganz viele Menschies. Und hier schwebt irgendwas in der Luft. In der Luft sage ich schon, unter Wasser. Boah, was ist denn los jetzt?
Nein! Ich hab's zu spät gesehen. Das ist die Frage. Hätte ich mit C oder was das noch ausweichen können? Ja. Ich hab die Zeit zu spät gesehen. Nein! Nicht das sowas. Jetzt hätte ich nochmal C versuchen können, ne? Aber ich spring ja lieber zurück. Okay, langsam ran. Und dann F drücken und nicht springen. Oder halt pünktlich genug F drücken. Warum ziehst du die Schrotflinte, Mädel, wenn du überhaupt keine Munition mehr hast? Oh, dafür habe ich nicht genug Platz. Nein, du sollst den Brief nehmen. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Entschuldigung, Mikrofon vergessen. Ja, okay. Hier. Da ist ein weißer Strich. Da können wir an die Kletterwand dran. Hier können wir wieder runter. Oder müssen wir auch hoch? Nee. Hier waren wir doch schon mal. Sind wir hier richtig? Das war natürlich sehr schön. Das war gekonnt. Gekonnt abgerutscht. Naja, müsste da aber lang sein, weil... Woanders sehe ich jetzt keinen Weg. Na gut, das muss ja nicht heißen. Das hat man ja heute schon gesehen. So. Sprinten wir mal rüber. Ich hol extra nochmal Schwung. Hätte doch ja reicht. Warum zieht sie denn nach links rüber? Frau, was ist denn los mit dir? Du sollst doch einfach nur gerade springen dann. Lass mich mal ein bisschen tiefer runter. So, und jetzt gerade. Also. Aber irgendwie guckt sie ja rüber. Was ist denn hier? Hier. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Okay. Festmittel. Hoch geht's nicht, dann geht's runter. Oh. Wo lassen wir uns hier denn was runter? Was für ein Anblick. Na, das zeig ich dir. Hinter der Tür. Das werden wir wahrscheinlich herausfinden. Oh. Okay. Ich dachte gerade, warte, was machst du? Oder was habe ich schon wieder gemacht? Ich denke immer, ich bin schuld daran, dass sie fällt, dass sie stürzt, dass sie stirbt. Also ja, in den meisten Fällen bin ich sie auch, aber... So.
Da ist was, da ist was. Hier können wir was ausgraben. Warum ziehst du denn die Schrotflinte, Mädel? Tja. Hier könnte die Schatulle sein. Könnte sie. Aber ob sie das auch ist, ist die Frage. Warum hast du eine Waffe gezogen? Ich verstehe nicht, Frau. Okay, auf einmal das Wasser weg. Nur noch das Atmen und unsere Schritte und Musik. Warum hat sie die ganze Zeit den Bogen gezogen? Das beunruhigt mich. Da können wir nicht weiter. Ach da. Ne? Hier würde ich sagen. Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre weiß. Aber oh, wie gemein. Hier dann auch nicht, ne? Nee. Oh, das ist ja gemein. Ich dachte, jetzt bin ich so klug und hab mal was gesehen. Ja. Sagt das Spiel, haha. Wisst ihr gar nicht. Also zu mir persönlich natürlich mal. So, gut. Dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Wenn wir hier nichts finden, dann schwimmen wir mal kurz da rüber. Gucken, ob wir da was finden. Also hier haben wir schon mal was. Ey. Drei Pfeile brauchen die. Das alles voll. Nichts. Ich kann nicht mehr tragen. Aber Pfeile? Oh. Da kommen wir aber nicht ran. Au. Alter, wie viel hält er denn aus? Stopp. Boah. Wie viel der ausgehalten hat, ne? So, erstmal wieder die ganzen Pfeile nachrüsten hier. Was ist denn da los? Das ist ein ekelhaften. Irgendwo ist noch was. Ich hör's doch.